Dann haben wir hier noch staatliche Schienenverkehrsgesellschaft für 12,3. Wollen wir die Bahn verkaufen? Aktuell noch nicht. Nee. Da Wir gehen wir können, wir könnten 12,3 mal gucken. Milliarden aus. Ja. Also einfach nur, weil es mich interessiert. Wir haben gerade in dem anderen Subventionsbereich hier eine Milliarde gespart. Was würde denn eine Milliarde hier ausmachen? Nicht, dass ich das einführen will. Ich würde es nur gerne mal sehen. Erhöhen oder erniedrigen? Erhöhen. Die Milliarde, die wir gerade bei den Subventionen eingespart haben, hier reinzustecken. Ich würde gerne mal wissen, was das bringt. Das würde Kapitalisten fänden es ein bisschen doofer. Gewerkschaften. Arbeitslosigkeit würde das ändern. Minus 0,4%. Armut 0,1%. Also kaum was. Produktivität 0,1%. Ja. So gut wie nix. Ja, dafür, dass es so viel Geld ist. Dann würde ich das lieber jetzt erstmal so lassen. Und Horsti und Fockaffe weisen im Chat ja schon zu Recht darauf hin, also was uns bisher auch passiert ist. Also sie sagen, wenn sie streiken, können wir verkaufen. Das haben auch beide gleichzeitig geschrieben. Und ich habe auch in dem Moment gedacht, so ja, warte mal, die staatliche Bahn, die haben doch ständig gestreikt. Das hat uns auch jedes Mal richtig Geld gekostet. Und insofern drei Dumme, ein Gedanke. Ich war bei euch. Sehr gut. Okay, und Ich würde das das letzte hier, ist der glaube ich, lassen. Straßenbau. Okay. Straßenbau geben wir 5,4 Milliarden für aus. Sorgt für Erhöhung der Kfz-Nutzung. Autofahrer finden es gut, Umweltschützerin finden es doof. Verkehrsstaus sinken durch Straßenbau und Arbeitslosigkeit um minus 3,06%. So, ohne Straßen funktioniert halt Verkehr auch nicht. Noch nicht. Nee. Und dann ist es mir lieber, wir haben gute Straßen. Insofern würde ich den Straßenbau auch erstmal lassen. Zumal wir ja auch wissen, wir spielen ja in Deutschland, es gibt einfach Regionen, in denen gibt es nun mal keinen öffentlichen Personennahverkehr. Oder der ist so schlecht angebunden, ausgebaut, dass es einfach wenig bringt. Ja. Und Prost, Fockaffe. ja, dann mache ich mit. Also ich bin auf der Suche nach der Telearbeitsinitiative oder Homeoffice-Initiative oder wie auch immer. Und genau. Und ich glaube, dass wir hier Unternehmen doch dabei unterstützen, dass sie Telearbeit anbieten, oder? Was? Ich kann es nicht lesen, du müsstest es nochmal Die vorlesen. Telearbeit, also das Arbeiten von zu Hause aus, ist generell erwünscht, da sie die Transportinfrastruktur weniger belastet und zu einer Verbesserung der Lebensqualität der Arbeitskräfte führen kann. Sie wird außerdem von Eltern begrüßt. Diese Maßnahme bietet Unternehmen, die diese Option unterstützen, Steueranreize. Ja, dann können wir doch die Unternehmenssteuer ein bisschen hochdrehen dann. Mag, wie du denkst, an dieser Stelle. Ja, und es kostet uns auch nur zwei politisches Kapital. Also das können wir direkt mal raushauen. Ich finde das total gut, weil wir steigern damit auch die Produktivität. Die Eltern freuen Oh ja. sich. Es sind Pendler finden es gut. Es werden auch weniger Pendler, sodass das nicht ganz so schlimm ist. Das heißt, wir haben auch noch mal diesen Minister ein bisschen glücklich gemacht. Eltern finden es auch gut. Also ganz viele Zielgruppen, die wir irgendwie mögen. Was wir aber im Blick haben sollten, das habe ich mir hier noch mit aufgeschrieben, ist dieser Technologiebereich, weil wir dort auch noch mal so Kriminalitätssachen haben. Und alles, was so Internetkriminalität betrifft, wäre natürlich gut, das mitzudenken, wenn wir uns jetzt mit Telearbeit auseinandersetzen. Ja, das stimmt. Wie würdest du sie einführen wollen? So oder noch mehr Ausgaben? Produktivität haben wir plus 0,5, immerhin. Ja, ich fände es schon gut, wenn die Produktivität spürbar wäre. Und nur bei 0,5%, das ist ja immerhin schon mal was. Wir noch höher gehen, dann sind wir bei 1,5%. Wie sieht es denn aus, wenn wir sagen, wir streben 1% Produktivität an, so grob?
Wie viel mehr ist es denn? $900 Millionen sind wir bei 1,04 Produktivität. Das gefällt mir. Okay. Also ich finde es gut, auch wenn es wieder eine Ausgabe ist und wir eigentlich nicht mehr so viele Ausgaben machen wollten, aber ich glaube, dass wir damit andere Sachen gut hinkriegen. Ja. Machen wir das. Wir haben noch 5. Wir könnten noch mal bei Verkehr gucken. Ah, Fahrgemeinschaftskampagne. Du Kampagnenmensch, du. Ich mag Kampagnen ja gar nicht, aber in dem Spiel scheinen sie ja irgendwie einen Nutzen zu haben. Ja. Insofern, hey komm, lass uns die Fahrgemeinschaftskampagne machen. Okay. Für volle Lotte 100 Millionen und die Kfz-Nutzung sinkt um 4%. Ja, das ist voll viel. Ja. Könntest du noch mal bitte auf Kfz-Nutzung klicken, falls das geht? Weil ich würde gerne noch mal wissen, was da noch andere, für andere Bereiche dabei sind. BP. Also ich sehe gar nicht so viele positive. BP und Straßenbau ist das, was es positiv beeinflusst. Und Initiative für Hybridautos. Oh, das ist aber spannend. Die ist nicht bei Verkehr, die ist unter ups. So. Das machen wir jetzt erstmal. Das machen wir jetzt erstmal. Und lass uns Plakate aufhängen und ein paar Interviews führen. Kfz-Nutzung. Und wir hatten hier Initiative für Hybridautos, die ist unter Steuern. Ja, hier. Aber okay, das ist verursacht so gut wie keine Kosten. Ja, es sind Steueranreize. Durch Steueranreize können Menschen beim Kauf eines Neuwagens zur Wahl eines Hybridmodells motiviert werden. Das ist ja im Endeffekt das, was die Bundesregierung ja jetzt auch gemacht hat. Ja, aber interessanterweise hatten wir hier oben auch, ist das hier ja auch Steueranreize und dann ist es bei Verkehr die Telearbeit-Geschichte. Naja, deswegen war ich verwirrt. Ich bin total gespannt, was das bringen wird. Ja, ich auch. Oh, Nachricht von einem Minister. Herbert Hoffmann arbeitet derzeit als Verkehrsministerin und ist mit ihrer aktuellen Regierungspolitik unzufrieden, da diese nicht gut bei den Hauptunterstützerinnen, Pendlerinnen und Religiösen ankommt. Folglich könnte es sein, dass die ministerielle Person in naher Zukunft mehr Zeit mit ihrer Familie verbringen will. Mit meiner Familie oder mit seiner Familie? Treten Minister oder Ministerin zurück? Schadet das der Popularität ihrer Regierung? Vielleicht sollten sie ihre Politik anpassen, um deren Unterstützer zu beschwichtigen. Vielleicht sollte ich das auch nicht tun. Neue Situation. Multinationale Steuerhinterziehung. Und wir haben ein passendes Dilemma, nämlich einen Dieselskandal. Um nochmal auf diesen Minister zurückzukommen. Also wir haben doch ja gerade schon was gemacht für Pendlerinnen, oder? Ja, was haben wir. Was müssten wir denn... Ich wüsste jetzt auch nicht, wir könnten jetzt für die Religiösen irgendwie uns irgendwas mit dem Schulunterricht einfallen lassen oder so. Das wäre jetzt noch eine Option. Oder wir warten einfach, dass es weniger Religiöse werden. Auf der anderen Seite, die Pendler hatten wir ja gerade schon und es werden weniger Pendler. Das Ding ist halt, dass er trotzdem Pendler und religiöse Menschen vertritt, insofern. Ja. Kann es auch sein, dass wir uns einfach geistig und moralisch darauf vorbereiten müssen, dass uns Herbert Hoffmann demnächst verlassen wird. Ja, ich würde jetzt mal kurz auf Fortfahren klicken. Das Dilemma bleibt uns erhalten, aber ich würde gerne gucken, wie es mit unserem Defizit. Das Defizit ist nicht so krass gefallen, wie ich es mir erhofft hatte.
Wir sind auf 25, ja, fast 26. Immer noch. Und ich möchte kurz in die Probleme reinschielen. Alkoholmissbrauch geht nach unten. Das antisoziale Verhalten geht nach unten, aber flacht ab. Organisiertes Verbrechen geht langsam runter. Oh, überfüllte Justizvollzugsanstalten könnte abnehmen und damit sinkt die Kriminalität und Internetkriminalität ganz flach. Hm. Tja. Adipositas sinkt. Atemwegserkrankungen sinken. Unternehmensflucht bleibt gleich. Nicht konkurrenzfähige Wirtschaft ebenfalls. Widmen wir uns dem Dilemma. Mhm. Dieselskandal. Ein Skandal wurde aufgedeckt, der zeigt, dass viele der großen und angesehenen Fahrzeughersteller unseres Landes unverhohlen über die Emissionen ihrer Dieselfahrzeuge gelogen haben. Ein vorsätzlicher und sehr profitabler Plan, um die offiziellen Tests zu umgehen. Wie soll die Polizei in diesem Fall mit großer öffentlicher Anteilnahme vorgehen? Wichtigkeit des Falles herunterspielen. Dieser Fall wird nur unnötig aufgeblasen. Es könnten Geldbußen erhoben werden und die Fahrzeuge erneut getestet und mit revidierten Emissionswerten versehen werden. Ein paar überenthusiastische Ingenieure haben ein Auge etwas zu fest zugedrückt, aber das ist ja nichts Neues. Oder Firmenführung, wenn möglich, festnehmen. Es besteht kein Zweifel, dass die Leute an der Führungsspitze der Unternehmen genau wussten, was vor sich ging. Wir müssen 100% sicher sein können, dass das Gesetz hier in Deutschland für alle gilt. Die GeschäftsinhaberInnen werden diese Entscheidung nicht gutheißen, aber um unseren internationalen Ruf zu wahren, müssen wir an diesen BürgerInnen ein Exempel statuieren. Ich habe mit beiden Varianten ein grundsätzliches Problem. Und das grundsätzliche Problem ist, dass wir hier, dass das ein Fall ist, wo wir jetzt als PolitikerInnen Einfluss nehmen, um sagen, wenn möglich festnehmen. Also das eine ist die Kommunikation, wie gehen wir damit um, wie können wir das machen? Und das andere ist fast schon, weiß ich nicht, die Aufhebung der Gewaltenteilung an der Stelle. Also ich habe da tatsächlich gerade ein Problem damit in dieser Formulierung. Ja. Ich auch. Mit beiden tatsächlich. Ich habe auch mit beiden Bauchschmerzen, mit dem ersten andere Bauchschmerzen, dadurch ein bisschen weniger. Also bei dem zweiten denke ich an Blinddarmdurchbruch und beim ersten habe ich irgendwas nicht ganz so Gutes gegessen. So, um für mich so den Vergleich so ein bisschen darzustellen. Tatsächlich? Hm. Also wir können uns nicht als Politiker hinstellen und sagen, die werden jetzt festgenommen. Das ist gar nicht unsere Aufgabe. Also, da, ja, also wir sind ja auch noch irgendwie ein Rechtsstaat bei Democracy so. Ja, ja, und an der Stelle ist es so, ich lese nochmal den Anfangstext vor. Ein Skandal wurde aufgedeckt, der zeigt, dass viele der größten und angesehenen Fahrzeughersteller unseres Landes unverhohlen über die Emissionen ihrer Dieselfahrzeuge gelogen haben. Ein vorsätzlicher und sehr profitabler Plan, um die offiziellen Tests zu umgehen. Wie sollte die Polizei in diesem Fall mit großer öffentlicher Anteilnahme vorgehen? Da lese ich, obwohl mir die Formulierung in der zweiten Option überhaupt nicht gefällt, aber ist es so, dass wir bei 1 sagen, kein Trara machen und bei 2 das Gesetz Buchstabe genau befolgen. Also Verantwortliche festnehmen. Vielleicht, ich glaube, mein Gedankengang widerspricht gerade der Spiellogik.
Weil mein Gedankengang ist, wir haben eine klare Trennung, Polizei hat einen Job, Staatsanwaltschaften haben einen Job und wir als Regierung, die wir gewählt worden sind, haben wir irgendwie auch einen Job. Und der Job der Regierung ist es, die Polizei sicherlich zu kontrollieren, zu gucken, dass die Rahmenbedingungen stimmen und dass die arbeiten, ja. Aber, denen zu sagen, nehmt die jetzt fest, weil da ist gerade so öffentlicher Druck, das klingt für mich irgendwie gerade, also das weiß ich nicht, das passt für mich nicht zum Democracy-Spielen, zumindest nicht in Deutschland, keine Ahnung, wenn wir Russland spielen würden, wer weiß, aber hier habe ich damit gerade so ein bisschen meine Schwierigkeiten und ich glaube, dass dieser Gedankengang dem Spiel an der Stelle widerspricht. Ja, und ich wundere mich so ein bisschen, dass du sagst, öffentlicher Druck in keinem. In der Beschreibung steht nichts von öffentlichem Druck. Ich lese so, das bei im letzten, ja, im letzten, der zweite Antenne. Option. Ja, ja, okay. Ja, stimmt. Ja. Schönen guten Abend, Richard Robert Remscheid. Mittendrin im Umgang mit dem Dieselskandal. Also weißt du, wär's so, dass das Dilemma wäre, wie gehen wir damit um, wie wollen wir in Zukunft, wie wollen wir uns positionieren, was sagen wir, welche Gesetze wir verabschieden wollen, um das in Zukunft zu verhindern oder strafbar zu machen oder was auch immer. Dann wäre das für mich total einfach. Hier habe ich aber gerade so dieses, was soll die Polizei tun? None of my business, so. Ja, aber Aaron McCooney schreibt im Chat jetzt auch was mir jetzt da hilft, weil ich sehe das ähnlich. Ich glaube genau von, er bringt es auf den Punkt, hat geschrieben, die Polizei ihren Job machen zu lassen, liest sich für mich eher in Option 2. Wenn möglich, festnehmen. Option 1 liest sich für mich nach, schaut gefälligst weg. Ich verstehe das. Ich will gar nicht, ich rede die ganze Zeit gar nicht über den konkreten Inhalt, sondern ich habe mein Problem mit der Zuschreibung. Ja, okay. Zu sagen, ja. Das zu tun. Deswegen kriege ich gerade diesen Skandal nicht gefasst und meinte auch, bei mir widerspricht der Gedankengang gerade der Spiellogik. Und insofern, also ich Fall herunterspielen wäre Quatsch, Recht gilt für alle, ist auch klar. Ja. Das ist das zweite, wird es schon klar. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich das nicht so richtig gut finde in dieser Formulierung. Okay, ja, nee, es stimmt. Es riecht irgendwie nach einer Anweisung und das ist etwas, was uns nicht zusteht, eigentlich. Genau, und das ist auch das, was mich gerade so stolpern lässt und so, dieses, ich will das nicht entscheiden. Aber wenn ich das jetzt einfach mal zur Seite schiebe, dann sind wir natürlich, dann kommen wir wahrscheinlich bei, es besteht kein Zweifel, wissen wir nicht, irgendwie erst besteht erstmal die Unschuldsvermutung, müsste man sich angucken. Wir müssen 100% sicher sein können, das Gesetz hier in Deutschland für alle gilt, das ist ja irgendwie auch klar, dafür sind wir ein Rechtsstaat geworden. Und wie die Geschäftsinhaberinnen das finden, ist mir im Zweifelsfall auch egal, weil Recht und Gesetz und so. Ja. Der Wilpanzo sagt auch gerade nochmal einen schönen Satz. Ich glaube, dass wenn möglich festnehmen, wird verschieden ausgelegt. Einmal ist festnehmen um jeden Preis und einmal, wenn es eine Rechtsgrundlage dafür gibt. Ein schöner Punkt. Und Amekuni hat völlig recht, die Dilemmata sind immer mal wieder schwierig formuliert. Ja. Und deswegen brauchen wir auch immer ewig an diesen Dilemmata, weil ich jedes Mal mich querstelle oder wie sagst du, das kann man doch so nicht sagen. So, und unter all diesen Voraussetzungen bin ich fürs Zweite, möchte aber dennoch sagen, dass die Polizei das bitte selbst entscheiden soll und dass es politischen Akteuren nicht zusteht, denen zu sagen, was sie zu tun haben. So sollte es sein. Okay. Kapitalistinnen finden es doof, Umweltschützer finden gut, Auslandsbeziehungen gut und Konjunkturoptimismus sinkt.
Na denn. So, was hältst du davon, wenn wir jetzt an dieser Stelle ein kleines Päuschen machen und nach der Pause dann mal unsere Politiklexikon und Physiken abarbeiten? Finde ich gut. Okay. Okay, die Bundesbank. Die Bundesbank ist insofern ganz interessant. Also es gibt, ich finde ja immer alles interessant, glaube ich, was mit Politik zu tun hat. Ich fange jedes Mal so an, aber es hat einen Grund, dass ich das mal studiert habe wahrscheinlich. Und die Zentralbank wurde, also die Bundesbank, also die Zentralbank der Bundesrepublik Deutschland, wurde gegründet 1957. Und vorher gab es selbstständige Landeszentralbanken. Bis dahin, okay. Also Gründung Bundesrepublik, und dann gab es, wurden dann nach und nach auch die einzelnen Bundesländer gegründet, und dann gab es auch die selbstständigen Landeszentralbanken. Und die Bundesbank wurde eigentlich immer, das war auch das, wie ich sie auch im Studium kennengelernt habe, Bundesbank ist gleich die Hüterin der Währung. Weil es schlussendlich die Hauptaufgabe war, die Währung der Bundesrepublik, also die D-Mark, sicherzustellen. Ging also um Geldumlauf, Kreditversorgung, so all diese unterschiedlichen Dinge. Was in dieser Form so in dem Buch nicht mehr drinsteht, weil es halt, wie gesagt, schon ein bisschen älter ist, ist dann, was passierte eigentlich, als wir dann nicht mehr die D-Mark hatten, sondern wir dann den Euro hatten und den europäischen Wirtschaftsraum, die Europäische Wirtschaft- und Währungsunion. Da gab es ja dann ganz viele Zentralbanken, die theoretisch irgendwie nichts mehr zu tun haben. Dem ist aber nicht so. Also inzwischen gibt es ein gesamtes System der Zentralbanken, ein europäisches System der Zentralbanken, die schlussendlich allesamt zusammen innerhalb dieser Wirtschafts- und Währungsunion dafür zuständig sind, die Preisstabilität innerhalb der gesamten Eurozone zu gewährleisten und den Zahlungsverkehr sicherzustellen im In- und im Ausland und natürlich auch die Beschlüsse, die Europäische Zentralbank trifft, auch national umzusetzen. Und da gibt es auch immer mal wieder Debatten, weil natürlich wir hier in so ein bisschen in eine Herausforderung gekommen sind. Dass Staaten haben als Möglichkeiten, wenn es um diesen Geldfluss geht, haben sie Wirtschaftspolitik und sie haben Finanzpolitik. Und da gehört gerade im Bereich der Finanzpolitik, ist natürlich so eine Zentralbank, wenn es um die eigene Währung geht, super essentiell. Jetzt in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion mit sehr unterschiedlichen Staaten, mit einer unterschiedlichen Wirtschaftskraft, mit unterschiedlichen Wirtschaftsfeldern, ist es recht unterschiedlich. Das heißt, die EZB muss eine Entscheidung treffen, die irgendwie für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion irgendwie hinhaut. Das kann dann passieren, dass Deutschland das total blöd findet. Und das werden die auch sagen, das werden die Politiker sagen und das wird auch im Zweifelsfall der Präsident der Bundesbank sagen. Mhm. Und so kann es halt passieren, dass es dort immer mal wieder Verstimmungen gibt und so ist halt Demokratie, man muss halt Sachen aushandeln und ja. In dem Moment, wo man halt Teil dieser Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion ist, so wie wir das halt sind und hat man sich an bestimmte Spielregeln zu halten, wenn sich alle an die Spielregeln halten, funktioniert das auch. Aber es ist halt auf jeden Fall so ein Aufregerthema, weil das Aushandlungsprozesse sind, die auf der Ebene der Banker passieren, die passieren auf der politischen Ebene, die passieren im Zweifelsfalle, wenn es irgendeine krasse Entscheidung ist, die die gesamte Wirtschafts- und Währungsunion betrifft, dann auch im Europäischen Parlament. Also ein sehr fast schon diffiziles und für mich jetzt, weil das ist echt nicht mein Thema, kaum mehr nachzuvollziehendes Geflecht von Entscheidungen. Ich habe keine Ahnung, wie transparent das ist. Das kann super transparent sein. Ich habe mich damit nie beschäftigt, tiefergehend. Okay. Und das ist insofern halt spannend, dass du eine Währung hast für so unterschiedliche Staaten, weil die Wirtschaftsleistung und auch die Finanzstabilität, die hängen halt eng miteinander zusammen. Und dass man das als Nationalstaat abgibt an oder als Bank eines Nationalstaats abgibt an so eine europäische Institution, das ist auch ein Stück weit ein Machtverlust. Und insofern muss man, glaube ich, wiederum politisch immer wieder rückkoppeln, warum ist das denn eigentlich so? Es geht um die Stabilität der Wirtschafts- und Währungsunion und nicht um, weiß ich nicht, die Niederlande und nicht um Tschechien und natürlich auch nicht nur um Deutschland. Sondern irgendwie gucken, dass man da eine Lösung findet. Ich glaube, das tauchte jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder auf, wenn es um die Inflationsrate ging.
Und ob man jetzt die Zinsen anhebt oder ob man sie nicht anhebt, das hat jetzt den einen Staaten mehr geholfen, den anderen möglicherweise mehr geschadet. Schlussendlich zählt, was für die gesamte europäische Wirtschafts- und Währungsunion, die ja nicht deckungsgleich ist mit der Europäischen Union, hilfreich ist. Und die Deutsche Bundesbank ist ein Teil dieses gesamten Geflechtes und hat halt die Aufgabe, die natürlich, sie ist ja immer noch da. So, sie hat halt die Aufgabe, die Wirtschaftspolitik der Bundesregierung zu unterstützen. Schlussendlich. Das ist der Plan, weil sie müssen ja die Bankgeschäfte, den Kreditfluss und das Kreditversorgung der Wirtschaft müssen sie ja alles irgendwie sicherstellen. Und ja, vielleicht, wenn ihr beispielsweise noch altiges Geld zu Hause rumliegen habt, irgendwie D-Mark noch oder ganz viele Kupfercent-Stücke, dann könntet ihr auch zur Deutschen Bundesbank gehen und könnt ihr dort umtauschen lassen an einer der Außenstellen, die es da halt auch noch gibt. Also die Bundesbank hat auch nochmal Außenstellen. Also insofern eigentlich ganz spannend. Die hat auch noch ein paar Aufgaben mehr, aber Bundesbank ist wirklich not my famous topic. Aber vielleicht so, was macht die Bundesbank eigentlich noch, wo wir jetzt eine Europäische Union haben? Vielleicht ist das eine Antwort für die Seite 650. Okay.